Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge Ravenport. So, wir konfigurieren jetzt nochmal eben schnell um, holen uns die Reifen mit Radgewichten und kümmern uns heute mal fix um die Tierchen. Breitreifen und Gewichte, die kosten uns nichts, die nehmen wir. So, perfekt. Dann, da wir das Gewicht jetzt nicht mehr dran haben, können wir es auch gleich hinten dranhängen. Dann machen wir nämlich erst sauber. Bietet sich jetzt ja gerade an. Wahrscheinlich das Gewicht jetzt so umgeschmissen, dass wir nicht mehr rankommen. Vor allem, wieso liegt das komplett verkehrt rum? Das hing eben noch vorne dran. Jetzt liegt es da so, als wenn es hinten dran gehangen hätte. Den verstehe ich ja nun gar nicht. Och nö. Jetzt aber, komm her hier. So. Dann hätten wir das. Ist hier. Anhänger müssen wir noch dran kriegen, oder? Dann nehmen wir die nämlich gleich mit. So, einmal Frontlader mit Schaufel bitte. Dann haben wir nämlich alles da, was wir brauchen. Sofern wir die Anhänger jetzt noch mit hinten dran bekommen. Oder weiß ich auch nicht, ob wir gleich beide voll machen. Ich glaube, so viel werden wir vermutlich gar nicht brauchen. So, gehen auf jeden Fall noch dran. Sehr schön. Allerdings nicht ans Gewicht. Ist jetzt natürlich auch schon wieder kritisch mit unserer Ausfahrt. Ich hoffe, das wird noch klappen. Oh, da habe ich gerade einen gottverdammten Schluck auf. Dünger, Heu, Gras, auffüllen. Wir machen gleich beide voll, dann brauchen wir nicht so oft fahren. Wir müssen eh wieder zurückkommen. Das, was überbleibt, können wir wieder reinkippen. Und noch mehr mitnehmen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir auch ein bisschen Silage durchgehren. So, Rundumlichter sind an. Perfekt. Jetzt bin ich mal gespannt. Was passiert denn jetzt, wenn wir hier runterfahren? Hängt er sich auf? Ne, passt. Okay, dann ist ja sehr schön. Uff geht's. Schäfchen, wir kommen und kümmern uns um euch. Nicht so wie um den Hund, wo ich bis heute noch nicht weiß, wo der hin ist. Müssen wir mal schauen, ob er beim nächsten Mal Spielstandladen wieder da ist. Ansonsten, ja, Hunde verkaufen und einen neuen Hund holen, wa? Wenn der keinen Bock mehr auf uns hat. So, jetzt würde ich tatsächlich sagen, die eben hier hinstellen. Dann machen wir erstmal sauber. Damit wir das ja auf jeden Fall auch loswerden wieder. Sonst kippen wir gleich die Tröge voll und kriegen das hier nicht mehr sauber, beziehungsweise nicht mehr weg. Wobei, eigentlich auch egal, ist Gras. Das können wir wieder in Anhänger kippen. Das ist in aller Not. Das ist gar nicht viel. Das sind ja nur 500. Naja, denn. So.
haben wir auch gleich einen schönen Screenshot gemacht. Und aus irgendeinem Grund geht dann das Hilfefenster immer mit an. Das ist mir auch neu. Jawohl. Das habe ich nur gemacht. Jetzt geht es. So, die kippen beide auch, glaube ich, nach rechts ab. Dann sollten wir nochmal hier ein bisschen wenden. Eigentlich müsste ich hier nochmal mit dem Landschaftsbau rangehen. Gucken wir erst den großen ab. Gucken mal, wie viel da reingeht. Um das Ganze hier noch ein bisschen schöner zu machen. Aber ich denke, das bietet sich dann an, wenn wir den nächsten Stall hier hinbauen. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass wir den leer kriegen. Der wird nicht mehr leer, aber gut, dass wir den mitgenommen haben. So. Weil viel bringen wir jetzt ja nicht mehr mit nach Hause, ne? Oh, und wir müssen uns. Eieiei, jetzt geben die aber Gas mit der Wolle, wa? Wir müssen Wolle stapeln. So, eieiei, nein, das wollte ich nicht. Bitte wieder dran. Den möchte ich abmachen. Jetzt die Frage: Geht der Wasseranhänger hier dran mit dem Gewicht? Ich würde das nämlich jetzt nur ungern nochmal wechseln wollen. Sonst kriegen wir nämlich den Frontlader wieder nicht ab. Da muss erst das Gewicht weg und hin und her und wird alles ein bisschen komplizierter dann. Wasser ist noch voll, aber nicht mehr lange. Da werden wahrscheinlich jetzt auch ein, zwei, drei Anhänger drauf gehen. Vielleicht. Oder auch doch nicht. Zwei Anhänger. Gut, der steht aber auch direkt hier, der Hydrant. Den habe ich praktisch platziert. Bei allen anderen Tieren wird es dann halt, ja, mit dem muss ich dann hier immer hierher fahren. So. Hätte man jetzt, wär geil, wenn wir jetzt Wasserschläuche hätten, die man da anschließen kann. Da könnte ich den da schön stehen lassen, Wasserschlauch dran, da hinten rein, sodass es quasi gleich durchläuft. Sowas wünsche ich mir ja noch für den LS 21, wenn er denn kommt. Ich habe da auch irgendwas gehört von wegen, ja, es wird kein 21er geben, weil so viel an den 19er rumgemeckert wird. Ganz ehrlich, wer an dem 19er rummeckert, dann soll er ihn einfach nicht spielen. Ich finde es gut, so wie es ist. Ist meine Meinung. Können wir ja gerne mal drüber diskutieren in den Kommentaren. Was sagt ihr zum LS19, findet ihr ihn jetzt besser oder schlechter als ein LS17? Weil ganz viele sollen angeblich sagen, nee, LS17 ist besser, die spielen wieder LS17 seitdem. Ich kann das halt einfach absolut nicht nachvollziehen. Gibt für mich keinen Grund. Einzige, was halt wirklich ein bisschen unglücklich ist, ist halt wirklich im Multiplayer, dass man jetzt nicht mehr so richtig mit Lohnunternehmen, wie es vorher war, dass man eigentlich quasi gesagt hat, ein Team, das ist das Lohnunternehmen, die können halt alles machen. Das geht hier halt nicht mehr, man kann halt nichts mehr von denen abkaufen und so weiter und so fort. Das ist ein Nachteil, ja. Ist aber auf einer anderen Seite auch wieder ein Vorteil in gewissen anderen Sachen. Ne? Man. Ja, wobei ein Vorteil. Ja, gut, okay. Sagen wir mal, es ist ein Nachteil. Aber es ist ein Nachteil, mit dem ich auf jeden Fall gut zurechtkommen und leben kann. Es ist nichts, wo ich jetzt großartig drauf rummeckern müsste. So. Jetzt überlege ich gerade. Wir haben aber auch keinen Platz. Wir müssen erstmal die Herbizide abstapeln. Und daher, weil ich weiß, dass das Feld ist auch schon wieder erntebereit. Jetzt geht es hier aber Schlag auf Schlag. Nehme ich mal eben die Schaufel. Und schieb die ersten beiden Paletten da vorne mal ein bisschen zur Seite.
Also, oder besser gesagt, ich schieb die mal durch, sodass wir zwei neue Paletten Platz haben. So, das auch schön vorsichtig, komme ich dran vorbei. Mit den Vorderrädern, ja. Will die beiden nämlich jetzt ungern touchieren. So, okay. Dann haben wir da auf jeden Fall schon wieder zwei neue Paletten Platz. Erstmal. Denn jetzt wird es wirklich ein bisschen kritisch mit der Zeit. Wir fahren jetzt mal erstmal geschmeidig nach Hause. Dann ist es eigentlich angebracht, dass wir das Feld abernten. Ist? Ich habe den noch nicht so ganz verstanden. Hat der jetzt eine Anhängerkupplung? Dann das Gewicht oder nicht? Ist mir gerade ein Rätsel. So, ja. Dann hauen wir jetzt den Rest Gras wieder ins Lager. Wir brauchen auf jeden Fall eine Wiese. Wenn wir Silage noch herstellen wollen, wir haben jetzt vielleicht noch. Können wir ja gleich mal, wenn wir auf dem Hof sind, mal gucken, wie viel Gras wir noch auf Lager haben. Wenn wir dafür noch was als für Silage hergeben müssen, dann ist das letzten Endes auch nicht mehr allzu viel. Also Kühe sind schon recht teuer, würde ich mal sagen. Sind schon wirklich sehr teuer, weil was man da alles an Gerät braucht. Wir brauchen noch ein Feld, wo wir eine Wiese drauf machen können. Das vielleicht auch nicht zu knapp. Weil Gras brauchen wir auf jeden Fall und da lohnt es sich nicht, jetzt ein Feld zu nehmen oder zu sagen, wir nehmen ein Feld. Und da will ich gar nicht hin. Machen da Mais drauf. Dann haben wir Silage, ja. Aber immer noch kein Heu und kein Gras. Das kriegen wir nicht aus dem Maisfeld raus. Das ist halt ein bisschen. Da müssen wir mal gucken. Außerdem haben wir keinen Häcksler. So, den kippen wir jetzt erstmal ab. Dann packen wir den Frontlader beiseite. Jawohl. Ich wollte die hier stehen lassen. Die Anhänger stehen lassen. Frontlader beiseite. Uiuiuiuiui. So. Ja, und dann müssen wir tatsächlich erstmal ernten. Bevor uns da wieder mein ungebetener Gast in die Quere kommt. Mein nicht nur ungebetener Gast, sondern auch der Unbeliebte. So. Das Gewicht auch noch tauschen. Ist aber auch lustig, jetzt habe ich den nach unten gemacht, um das Gewicht also mal vernünftig abzustellen, dann bleibt er auch unten. Kann man jetzt nicht mehr ansteuern und hochfahren. Die Hydraulik. Das könnte man auch noch verbessern. Ist jetzt nichts, wo ich dran rummeckern will, um Gottes Willen. So, gut, okay, dann stellen wir den jetzt erstmal ab. Für alle, wo eigentlich ja der Johnny steht schon mit der Sämaschine bereit. Dann müssen wir eigentlich doch die Anhänger hier dran machen. Für die Ernte. Aber wir sind erstmal durch mit der Folge. Aufnahmesession ist jetzt auch erstmal wieder. Hätte eh passieren heute Sachen. Aufnahmesession ist jetzt heute auch erstmal wieder vorbei. Heißt, stellt euch darauf ein, morgen geht's für euch weiter oder für uns weiter mit Ernten, Feld 1. Dann müssen wir auf jeden Fall weiter einsehen. Also, wir haben genug zu tun im Moment. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Vergesst nicht, was in die eure Meinung in die Kommentare zu schreiben, was ihr sagt zum Thema LS19 ist scheiße, lieber LS17 spielen und sowas.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Reingehauen. Bis morgen.